Where is this girl? Oh. Ja, was wird so schnell? Muss man von vorne anfangen, ja? Hurry, hurry. Die ist bei Terranigma, ne? Ja. Haben schon ein, zwei Leute in den Kommentaren geschrieben. Das ist mir auch passiert! Ich hasse dieses Spiel! Du exakt auf der gleichen Stelle landest. Ja. Oh mein Gott! Slow down, I can barely... The person who saved me? Surely you don't mean Kaine. Kaine helped you, this foul-mouthed hussy. Piss off, Book. You guys done? Tom. Hey, did you hear the news? The prince is missing. Of course. What? Then we're in violation of rule 83,348. What's going on? Prince is gone, and according to rule 80,348, we have to start looking for him right away. It's that number here. No, you don't get it. The prince went missing in the Baron Temple. But rule states that only nobility may enter the temple. Welche rule? Oh no! That means we can't go look for him. Sind doch eigentlich drei, ne? But what about rule 83,348? What about rule 50,527? Shut up, you guys. Looks like all those rules are getting in the way. This is their way and their system of laws. As outsiders, we have no say in the matter. Come, we should be off. Und dann brach alles zusammen. Und deswegen sind so viele Regeln nicht klug, weil die widersprechen sich immer irgendwann. Nee. Oh, the moment it seems the hussy is not moving. Hussy, hussy. Mann, wie oft soll ich denn noch hin und her laufen? Kennst du das Spiel doch? I'm going to save the prince. Leader. No, you can't. I have forgotten what rule 50,527. No, screw the rule. I have money. No, she did not. You could just ask an outsider to go save him. Then no one violates a rule. Huh? You know, an outsider, like me. And oh, what luck. There just happens to be an outsider here who can't stop meddling in the affairs of others. Impossible. We could never ask such a thing. I'll do it. Vera told me about rule 1024. Surrender. You know that one, right? Rule 1024. You must honor the request of any outsider owed a debt. That's how it goes, right, Fira? Why did I ever agree to travel with such a pack of do-gooders? Let's go. Questen, kämpfen, Tempel. Wie in Zelda. Nur mit einer coolen Geschichte. Aber spielerisch nicht so gut. Twilight Princess war schon ein Verhältnis, war es eine gute Geschichte. Hat Spaß gemacht. Jo, nicht so gut wie hier. Na, natürlich nicht. Das hat das alles nicht gesagt. Let me show you the way. You'll need my guardians to get through the sandstorm. Your guardians? Guardians. Guardians of the sandstorm. Guardians. Oh joy. Oh joy. Jetzt geht es eine Escort-Mission. Sie hat noch nicht mal Fußspuren. Mhm. Aber sie ist auch so leicht, sie hinterlässt sie, weißt du? Mhm. Ja. Sie schwebt da so rüber. Lauf mal schneller. Ja. Guck mal, der Sand verändert sich je nachdem, wie schnell du läufst. Und wenn du jetzt langsam gehst, doch, kommen wir auch, schade. Da wollte ich mir mal die Chance geben zu pumpen. Ja, schnell noch weiter. Ja, läuft ja auch weiter. Werden sofort wieder zugewiesen. Dafür hat sie jetzt auch keine mehr. Doch, Kanye West hat jetzt keine. Weil die gerade langsam war, vielleicht. Ja, jetzt wird das, hat sie doch gerade. Ja, immer wenn sie langsam war, hat sie. Aha. Das ja, also muss man mal sagen, das ist eigentlich nicht so gut, dass das hier so extrem entschleunigt ist. Langsam läuft. Könnte sogar sagen, dass er so zum auf Toilette gehen mal. Willst du auf Toilette gehen? Nee. Jetzt impede nicht den Progress. Ich? Ja, du landest bestimmt gleich vor ihm und impedest den Progress.
Und Piet vielleicht noch was anderes. Sagt dann Grimoire weiß wieder. Ein bisschen Titanic-Pose beim Springen. Come on. Come on. Nicht, dass du dich verläufst. Das fand ich einfach kippt runter. I will guide you through the desert, Dessert. Please, was? Ich bin noch close please, to you. Please stay with me. So, weil sie in den Sturm reingehen und dann nicht mehr sehen können, wo was geht. Das müsste so ein Sturm sein wie in Mad Max. Das müsste so viel zu sein wie in Mad Max. Das Kronending war aber auch gut. Das war gut? Das Kronending. Kronen. Das Mad Max-Ding. Ach so. Das habe ich noch nicht gesehen. Conan O'Brien. Dachte, beware the wolves! Wolves, wolves, wuff, wuff. Mats sagt wieder Dinge. Oh, das, oh, woher war der Move? Der Sound. Warcraft 3. Ja. Warcraft 3, wenn man die Gnolls killt. Ja. 1 zu 1. Soundbibliotheken. Da. Ja, aber wirklich. Too much. The moment I open my mouth, the sand rushes inside. Mund. Weiss, you don't even have a mouth. Ha. How does Vera deal with this? Mask. Perhaps there is some kind of filter inside that mask of hers. Das wäre ja smart. Beware the wolves! Beware the Kraken. Wie hieß es? Fuck you, Wolves. Warum überlegen wir das? So viel Schaden macht sein Bein. Die halten aber schon echt voll aus. Ja. Sollte nicht Führer verlieren. Ja. Ja, die kann auch ziemlich cool Magie drauf. These people should stop arguing about rules and follow Fira's lead. Ja, okay, Entschuldigung. She seems to possess almost boundless stores of energy. Stay close to the girl now. Bin ich doch. Wir haben es doch fast geschafft, hoffentlich. Oder auch nicht. Wie kommt er mit dem Springen nicht so ganz klar hier in dem Sandsturm? Du bläst einen weg. Den Framerate meinst du, oder was? Ja, jetzt geht's gerade, aber... Ja, gerade war es eine Route. Und wie auch, als ob die Welt da gleich endet. Almost did it. Eieiei. Ach ja. Das ist aber eigentlich ganz guter Kontrast. Wir spielen ja heute Abend, also ja. Wir nehmen das auf an einem Tag, an dem wir nachher noch im Livestream Rocket League spielen. Da wird es genau das Gegenteil von dem hier. Zu schnell, zu laut. Sag das nicht. Also laut wird es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, da wirst du auch der Anteil danach. Das glaube ich. Nein. Sehr ruhig. Das stimmt. Sehr ruhig und entspannt. Gerade wenn es um kompetitive. Wo man Bälle in gegnerische Tore schießen muss und so. Dann lass ich gewinnen. Da bist du immer FIFA deswegen. Okay. Ja. Das ist ja alles nur Show. Ich tue ja nur so, damit das unterhaltsam ist. Ach, du bist so ein Profi, ne? Wahrheit interessiert mich auch Videospiele gar nicht. Was? Wirklich? Naja, echt? Nie eins geschickt. Nee. Ich lese mir das alles immer nur an im Internet. Alter Mats. Und dann tue ich immer so, als hätte ich das. Du bist der größte Skandal seit Medi Vanilli. Der größte Skandal seit Zwerge. Was? Wie hast du das gesehen? Du interessierst dich doch gar nicht dafür. Haha! Ja, ich muss es ja lesen. My power of journalism. Um so zu tun, als würde ich mich dafür interessieren. Ja, meine Logic ist flawless. Ich wollte die Zunge nicht extra anders positionieren. Das ist die Sylvester Stallone Logic, die Logic. Logisch. Stay close to the girl now. Ja, wenn doch. Du jetzt noch mal von vorne anfangen musst, ne? Ja. Ich hab da leider den Dialog abgebrochen, deswegen. Da ist es doch. Ah, nee, ist gar nicht da. Und wo hier ist das doch jetzt? Ach ja. Eieiei, diese Ideen, ne? Die sind ja auf dem Papier immer cool. Naja, ich weiß nicht, ob das auch. Das sagst du oft, aber ganz selten ist es wirklich, klingt es auf dem Papier cool. Und dann durch die Wüste ein gewaltiger Sandsturm tobt, man sieht die Hand vor Augen nicht. Das Einzige, was einen führen kann, ist ein kleines Kind, was hilflos gegenüber den Gefahren der sonstigen Naturgewalten ist. Der männliche Held ist zwar völlig orientierungslos, muss aber durch seine reine Gewalt die Monster abwehren, um das Kind
Ja, aber dann sagt er, aber das ist, dann sagt irgendeiner das will ich jetzt daneben. Spielen, oder schon einfach Escort. Du hast es gerade gespielt. Oder schon einfach Escort-Mission auf dem Platz. Ja, oder schon einfach Escort. Das kann auch sein. Escort-Mission durch Wüste. The Baron Temple is just ahead. Okay. The Baron Temple is ahead. Stay with the girl. Und jetzt verwandt. This is as far as I can go. Okay, we'll take it from here. Oh, and one more thing. Bam! Nett. Bye. Flüge in die Wolfe. Tschö. Bleibt es da ganz alleine? Die finde ich ja den Weg zurück. Kennt ihr ja. Das stimmt, ja. Richtig. Aber es sind Wölfe. Ja, aber ja. Wenn ich nicht bin, da bin, um die zu provozieren... Die schmiert sich einfach mit dem Blut der toten Wölfe ein. Ja! Tut sich doch, als wenn es einer wäre. Ja, so. So funktioniert nämlich Natur. Man muss sich immer nur mit den Dingen anderer Sachen einschmieren und dann wird man zu denen. Yep. Temple Action. Oh, die Mucke, Alter. Sieht doch voll toll aus mit dem. Ja. Von Bild. Ein bisschen aus wie mit Paint gemalt, aber. Was meinst du, was das mal gewesen ist hier? Ein Tempel? Ja, nee, es ist ja jetzt ein Tempel, aber was es in der früheren Zivilisation war, meine ich. Weil da dieses Wandgemälde. Ja, stimmt, ist. Vielleicht war das früher auch keine Wüste, sondern. In Sicherheit nicht. Ein Wassergebiet. Oh, Unwitz ist, glaube ich, einer meiner Lieblingstracks tatsächlich. Das hast du jetzt, glaube ich, auch schon bei zwei anderen Tracks gesagt. Ja, weil die alle meine Lieblingstracks sind, zufälligerweise. Zufälligerweise. Ist auch sehr legitim bei diesem Spiel. War ja am Anfang gar kein Speicherdings. The following. Ich glaube nicht. Actions are prohibited in this room. Leaping Rabbit. What was that supposed to mean? Ich darf nicht springen. What now? I guess we'll have to play by the rules. Ah, das finde ich aber cool. Yep, mit spielmechanisch aufgeklappt. Das ist echt sehr gut. Respekt. Das ist schon, glaube ich, mehr als Zelda je gemacht hat. Naja, doch schon relativ kreativ, finde ich das. Wie ist doch hier in Zelda kam halt immer. Erst danach. Oder was meinst du? Hä? Ich meine die Idee, die Kreativität, mit so einem, also so ranzugehen an so einem Tempel. Ja, aber Zelda hat doch kreative Tempel. Ja, vom Game Design her, aber nicht von der Idee. Das ist der Waldtempel. Wald, das ist der Wassertempel. So, das meinst du? Feuertempel. Das hast du jetzt einfach nur der Wüstentempel? Ja. Naja, aber diese Regeln, okay, das ist ja okay. Das, was hier das Oberthema ist. Das finde ich auch sehr cool. Und das ist irgendwie, weil das ist halt so ein Ding, dass sie es dann auch einfach ansprechen in der Spielwelt. Warum? Was ist das? Was ja. Diese Anzeige, die gerade in meinem Kopf aufgeploppt ist? Irgendwie mag ich das. Ich meine, es ist halt ein Kistenrätsel, aber naja. Ja, davon mal abgesehen, aber dieses Grundding war sehr schön. Ja, da kommt auch ein bisschen was. Bisschen schade, dass man das nicht, also dass ich nicht auch von oben nach links und rechts ziehen kann, dass ich immer nur geradeaus und zurück. Ja. Haben wir es schon. Huch. Was denn? Flog da nicht irgendwas gerade eben? Irgendwas sah komisch aus gerade eben. Das ist ein bunter Würfel. This is a magic cube. Nicht aus Versehen springen. Obtain Clay! Geil. Ja. Okay. O Master of the Triad, it is time to devote yourself to the next rule. Sure. What a bother. What was das? I wonder what this missing prince is like. The man is tasked to protect his people, and yet they toil to save him. I think that tells us everything we need to know. Just a foolhardy band of rescuers, don't mind us. Naja. Die Tür. Entschuldigung. Mich? Nee. Das hat ja auch in die andere Richtung gezeigt. Also. Ja. Das hat sich die andere Richtung draußen, gegangen, draußen oder so? Ah, jetzt ist das weggegangen. Gerade war hier noch ein Ding vor. Draußen war kein Speicherpunkt, den wir übersehen haben, oder? Hätte ich jetzt aber auch nicht drauf geachtet. Where did you come from, boy? Ugutato?
Asandu Dashu Kalam Dergo! Huh? But you're just a kid. Tsutsuki! Tato! Sketch Lazy! Go? Food, Mami. Okay. Das hätten wir verhindern können. But we didn't. Well, this went well. Das ist eine Folge Family Guy, guck wo mittendrin ein Videoclip von Mick Jagger und, oh Gott, wer war der andere? The following actions are prohibited in this room. Stationary Owl. Well, ich glaube, ich darf jetzt nicht. Ja. Also ein Musikvideo, ein furchtbares Musikvideo. Mick Jagger, dieses ganz furchtbare Tanzen mit irgendjemand anders zusammen. Und das auch in voller Länge, mitten in der Family Guy-Folge. Und dann kam danach einfach so Peter, der gesagt hat, yeah, this happened. And we all let it happen. Und dann ging es einfach weiter. Ich liebe die Serie für sowas. Das war jetzt nicht so anspruchsvoll, ne? Nö. Nope. Huch, warst du das? Nope. Side-scrolling. Klackackt. Ja. Yep. Mach doch ein Top. Das sieht immer so aus, als ob es reichen würde. Aha. Aha. Ein Doppelsprung hast halt die Kontrolle noch in der Hand. So, was ist hier verboten? Existence. Plop. Aber dann gewinnst du ja, weil du auch nicht mehr existierst. Ja, stimmt. Ein Paradoxon. The following actions are prohibited. Racing Wolf und keine Magic Ahnung. Spoon also, Bat. Ja, Magic Spoon, aber Racing Wolf, also laufen? Rennen? Ja. Okay. Ich darf keine Magie benutzen und nicht rennen. God damn it! This shit's starting to piss me off! Keine! Ah, hat sie auch eine Regel gebrochen, what in the? Oh, are you fucking kidding me? Let me go! Let me! Ugh, I am gonna kill you when I assume we'll have to find her as well. Yep. Kann das sein, dass der Prinz gerade deswegen verschwunden ist, weil er stand in dem Stationary Room? Oh. Nee. Stop. Ich glaube, er hat irgendwas anderes gemacht. Stationary Room. Nee. Ich meine, ich weiß halt genauso wie bei Kain hier, ne? Irgendwie schon. Und ich darf halt keine Magie benutzen, um das abzuwehren. Läuft. Nicht hinten rumlaufen können? Ja. Das sah so aus, als wäre da Platz. Boah, es würde eigentlich ganz gut gehen, wenn ich einfach richtig time hier. Ja. Oh. Okay, das war not this good. Nein! Na. Das ist nicht so einfach. Ist vielleicht von oben, die machen die Perspektive? Nein, das ist glaube ich nicht weit genug oben. So, gerade war schon ganz gut die Kamera, so seitlich. Ja. Heißt das Magic Spoon eigentlich, dass ich getroffen werden habe? Oder vielleicht, dass ich. Nee, wenn du Magie benutzt, könntest du die Jahre. Kannst du denn springen? Springen. Stimmt, springen darf ich. Aber dann kann ich nicht vorne. Ja. Oder kannst du dich vielleicht einmal retten? Ja. Ich kann auch angreifen. Und die so abwehren. Oh. Ich soll einfach in diese Richtung gucken, dann drehen. Die Kamera immer da drin, von wo geschossen wird. Ja. So ungefähr. Ja. Ach, der eine steht da noch ein bisschen weiter. Okay. Oh! Holy shit. Nein! Ah, fuck! Das geht aber auch so schnell mit dem Analogstick, ey. Früher gab es sowas nicht, Analogsticks. Ja, und? Ja, nix und, das ist einfach nur so ein Satz. Hier.
Ah, das war. Okay, das, der ist halt immer so ein mega kleiner in dieser einen Reihe. Mega kleine Pause. Das ist volles Geduldsrätsel. Ja. Aber finde ich eine schöne Idee. So nicht einfach, ne? Naja, das ist. Ich weiß. Man kann auch keine kleinen Steps machen, weil so ein bisschen den einmal kurz nach vorne drücken ist fast unmöglich, man. Wenn man den einmal kurz nach vorne drückt. Man kann auch ein bisschen schneller gehen, aber dann halt nicht zu rennen, ist nicht einfach. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, wie man straight durchlaufen kann. Meinst du? Stimmt. Aber ich kann halt so machen. Kannst du ja einfach durchkämpfen? Ach, der geht ja nach vorne, wenn ich angreife. Aber es kommt ja von verschiedenen Seiten, ne? Ja, aber du hast doch eine ziemlich krasse Hitbox. Ah, dann gibt's wieder Pause. Also, das ist hervorragend. Lol. Das ist ja nicht ganz so gut. Okay, Lol. Vielleicht ist das Design doch nicht so exzellent gewesen. Ich meine, vielleicht ist es ja auch darauf designt. Kann sein. Also sie haben ja auch wirklich ausdrücklich ja, nur Magie und nicht Angriffe. Man soll dann halt drüber nachdenken. Das finde ich jetzt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und jetzt heißt das laufen? Ja, okay. Hier ist übrigens im Zeitpunkt eingespeichert. Eingespeichert? Also auf dem Zeitpunkt ein blauer Kreis. Aber bist du denn sicher, dass nicht draußen einfach einer war? Das weiß ich nicht. Vor dem Dungeon? Ich weiß halt aber nicht, ob ich halt irgendwie wieder rauskomme, hier nach dem Wind. Okay, mal ausprobieren. Wie schön haben wir es denn? Müssen wir aufhören? Ja, das ist jetzt. Okay. It's time. Protect the Turtle. Ich darf also nicht. Wow, blocken. Oh nein. Oh. Was ist das? Oder ist das vielleicht auch was? Wer zählt das dazu? Das ist ja gleich. Nope. Oh. Nope. Das geht aber. Ja. Was war das? Ich wurde getroffen. Ne? Achso. Ja. Okay. Kannst du halt drüber springen? Nee, ich kann nicht springen. Ach, springen geht, oder? Doch, warum nicht? Kannst du einfach drauf springen? Lol. Ja. Das ist halt ganz lustig, weil manche Leute wahrscheinlich denken, ach okay, jetzt soll ich hier durch, ganz vorsichtig, und dann kannst du einfach rüberspringen. Spring doch einfach. So, jetzt kriegen wir entweder unser Essen oder Niklas kommt. Eins von beidem. Ich guck mal kurz auf mein Safe. Vor allem sind die ganzen Kisten, die man jetzt noch hätte. Ja, ja. Naja. Ich schau mal kurz, ob wir einen Safe-Punkt hier haben. Ich glaube es ähnlich. Ich habe gerade verschiedentlich einen Strength Drop benutzt, wo ich stärker werde. Achso, ich wollte gerade sagen, warum glitzerst du so fabulös? Ist das hier wieder Ausgang? Nee. Da sind sowohl Niklas als auch der ja. Essensmensch. Die kommen beide gleich, das ist ja. Wo war denn der Eingang? Oben, oder nicht? Oben? Ja. Du bist ja jetzt da aber schon. Ich bin noch. Nee, komm, hier komme ich gar nicht vorbei. Nee, dann musst du wieder links durch die Räume gehen oder sowas. Ja, da wo du hergekommen bist, da musst du quasi. Nee, doch, ich bin von oben gekommen, klar. Ja, das habe ich doch gesagt. Ja, das stimmt, ja. Aber die Türen sind zu, das heißt. Ja, dann ist schlecht. Dann müssen wir wohl den sauren Apfel beißen und das irgendwann dann ein anderes Mal. Ruf mal kurz, laut Hallo. Hi! Gut, das war Niklas von. Ich weiß nicht, wo er das so. Wir sind gleich bei dir. Das schaffst du nie. Wir müssen noch kurz ein Nier durchspielen. Mach das. Ist gerade eine Time to 3 Aufnahme. Ja, das ist richtig gut. Ich habe ja gesagt, ne, wollen wir Nier starten, könnte ein bisschen knapp werden, wurde gesagt, ja, ja. Ja, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass du deinen Skill so zu Hause lässt heute. Das hast du schon den Platz geklaut, oder? Ja, mach den Rekord. Mach ich. Hallo, ich bin Tom. Das ist schönen guten Tag. Das ist schon sehr gut. Mein Name ist Tom. Wie gut hast du passive Aggressivität und subtile Beleidigung drauf? Bestenfalls. Sehr gut, dann bist du die perfekte. Aber jemand, der so aussieht wie du, weiß wahrscheinlich nichts. Ah, gut angefangen. Wir haben schon schlechtere Starts gehabt. Ah, verdammt, ich habe mein Bestes vergeben. Guck. Das wird schon. Ich hab, ich muss Robin einfach nur 5 Minuten Zeit geben, lassen, dich zu beeindrucken. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Hättest du nicht einfach jetzt links hochgehen können? Ich hab keine Ahnung, ich weiß. Keine Ahnung. Geh doch mal jetzt da einfach links hoch. Also ich bin jetzt schon zurückgelaufen versehentlich. Nein, du bist gerade da hochgesprungen. Ich komme nicht mehr zurück. Hier ist der Eingang gewesen. Tja, dann haben wir ein Problem. Dann bin ich jetzt versehentlich zurück. Da müssen wir jetzt die Konsole für alle Ewigkeiten weiterlaufen lassen. Ja, vielleicht sind wir ja schon kurz vorm Ende. Nee, das glaube ich nicht. Nicht nach einer halben Stunde vor Ende. Außerdem kommt da noch bla bla und sowieso und überhaupt. Ja, das stimmt. Ja, das machen dann müssen wir einfach das nächste Mal nochmal alles machen. Wo habe ich denn gespeichert? Vor der Stadt.
Ja, oh, stimmt. Nee, wir waren... Du spielst die Wüstenscheiße nochmal. Ich spiele den Wüstenscheiß ganz bestimmt nicht nochmal. Wir beenden es jetzt an dieser Stelle. Ja. Wir sehen uns aber an dieser Stelle nächstes Mal wieder. Mats spielt es dann einfach nochmal in der Zwischenzeit. Spielen. Und guck das dann für mich. Hey, okay. Cool, dass du da warst, Niklas. Kein Problem, toll, gerne. Gastauftritte. Ich fahre dann mal wieder 4 Stunden mit dem Zug nach Hause. Ne? Das war super. 4.000 Euro gekostet. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt, ey. Ja, gut. Also können wir auch Jimmy Blue haben. Ja, auch wieder. So, auch, ja, tschüss. Hallo und tschüss, Niklas. Ciao, Mats. Tom? Was? Tschüss. Tschüss. Tom?